Unlängst sah sich unser Kolumnist Jürgen Eger veranlasst, auf eine These meinerseits einzugehen. Der Marabu zitiert Thomas Röper und lobt. Dieser lebe seit 30 Jahren in Russland. Und er vertritt heute zu größeren Teilen DDR-Stabi-Wissen. Ob er das weiß? Der Marabu meint, nein, wisse er nicht. Diese Überlegung lässt sich heute stützen bzw. beweisen durch ein Zufallsdossier. Oftmals sind das die Besten, zeigen sie doch das Ausmaß der Verwirrung der Akteure, wirken weniger konstruiert und bieten ein Potpourri bunter Ideen. Und so möchte ich zunächst erst einmal YouTube loben. Ja, die zensieren Paul Brandenburg. Der sagt aber auch böse Dinge. Heute ist bewiesen, was bereits 2020 anzunehmen war. Maskenpflichten waren ebenso wenig jemals nötig, wie geeignet, Covid einzudämmen. Ich erlaube mir, YouTube zu loben. Bekam ich so ein Wiedersehen mit Michael Riechling, einem Komiker, den ich vor über 25 Jahren ab und an im Fernsehen sah. Hallo, Matthias. Nee, ich bin Marcel. Matthias Riechling. Ach ja, richtig. Unter uns, ich wusste gar nicht mehr, dass er noch Fernsehen macht. Als ich ihn zum ersten Mal sah, fielen mir immer zwei Dinge auf. Schon in den 90er Jahren, in einer Sendung, sagen wir so um die 30 Minuten, gab es jeweils einen formal gut gemachten Sketch, der aber schon damals bis zur Widerwärtigkeit systemkonform war. Und dann gab es meist noch etwas versteckt, eine gute politische Pointe. Jetzt habe ich mir Riechlings Jahresrückblick 2023 angeschaut und festgestellt, das ist heute noch genauso. Ich habe die beiden Sachen editiert. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Im ersten politisch korrekten parodiert er den Podcast Lanz und Precht. Als Befürworter der Langhaar-Philosophie möchte ich teilhaben lassen. Wo erreiche ich dich gerade? Beim Denken. Und man merkt, ich sage das völlig ohne Hintergedanken, das ist etwas, was dir besonders gut, großartig gelingt. Das ist durchaus möglich, dass man das merkt, dass ich denke. Ich persönlich merke es oft gar nicht. Man merkt es daran, dass du direkt auf mich eingehst, indem du auf meinen Guten Morgen, Richard, exakt antwortest, Guten Morgen, Markus, den Flow leicht zurückgibst mit einer gewissen Veränderung des Namens. Großartig. Dafür bin ich Philosoph. Toll. Richard, ich wollte heute mit dir etwas sprechen, was vielleicht das Wichtigste und Wesentlichste gewesen ist in letzter Zeit in Deutschland. Und zwar... Ja, ich weiß, Markus, das sind wir. Ja, weil ich mich bekanntlich vor kurzem verkürzt geäußert habe über das Judentum, was ja im Entferntesten zu tun hat mit Israel. Ich bin da ganz bei dir. Aber wer mich da kritisiert, denkt einfach nicht. Richtig. Und hat... nicht kapiert, dass dass ich mich schon ganz früh ja beschäftigt habe mit Juden. Ich habe mit 12 Jahren habe ich Detektivromane gelesen, wo ein Rabbi nach Israel fliegt, also ganz aktuell. Ja. Großartig. Ich habe im letzten Dezember habe ich in Antwerpen den Diamanthandel besucht, wo ich meine auch Juden gesehen zu haben. Jedenfalls sahen sie so aus, aber vielleicht war es auch nur die Assoziation der Strahlkraft, die erinnert hat an Juden mit Diamanthandel wie Rothschild oder die Brüder Albrecht von Aldi. Aber, lieber Richard, waren keine Juden, die Albrechts. Ja, aber vom Diamanthandel hätten die Albrecht-Brüder Juden sein können. Nein, Albrechts haben auch keinen Diamanthandel gemacht, sondern Lebensmittel. Ich meinte Diamanthandel auch mehr metaphorisch. Ach. Ich wollte ausdrücken, wer reich ist, kann auch Jude mit Diamanten sein und muss nicht arbeiten. Was mich trifft, ist, dass du dann immer umetikettiert wirst zum Antisemiten, wo doch die Shoah ja immer unser Herzensanliegen gewesen ist und war und immer noch ist. Also kann man uns in der Summe eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Genau. Weil wir per se und a priori und ad finitum ja mit Religion nichts zu tun haben. Das heißt, wir können ganz offen und belanglos darüber sprechen, ohne befürchten zu müssen, dass irgendjemand sagt, wir hätten es besser gewusst. Ich danke dir, Richard. Sehr gut gemacht, die politische Pointe dann am Ende des Dossiers. Das Dossier! Hören wir nochmal die Ausgangsthese. Der Marabu zitiert Thomas Röper und lobt. Dieser lebe seit 30 Jahren in Russland. Und er vertritt heute zu größeren Teilen DDR-Stabi-Wissen.
Ob er das weiß? Der Marabu meint, nein, wisse er nicht. Das erklärt uns Thomas Röper gleich selbst. In der letzten Ausgabe von Tacheles geriet er nämlich mit Robert Stein aneinander. Grund? Die Einordnung von Henry Kissinger. In russischen Medien wird er sehr wohl als Kriegsverbrecher dargestellt, aber als einer, mit dem man reden konnte. Sozusagen ein Realpolitiker. Robert Stein, Moderator von Tacheles, konnte das nicht auf sich sitzen lassen. Für ihn gab es außerdem Kriegsverbrecher nichts. Daraus entwickelte sich fast ein Streit. Diese hochspannenden 6 Minuten gebe ich gerne weiter. Zuvor aber erstmal ein Nachruf auf Henry Kissinger von Martin Sonneborn. Parteivorsitzender der Satirepartei, die Partei, EU-Abgeordneter. 2023 verabschieden wir uns auch von einem der größten Schurken aller Zeiten. Nach 100 Jahren ist Schluss. Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger ist tot. Mit ihm starb nicht nur einer der besten Kriegsverbrecher aller Zeiten, nämlich er selber, sondern auch noch vor Barack Obama und der Europäischen Union einer der unwürdigsten Friedensnobelpreisträger aller Zeiten, also auch er selber. Zu seinen schönsten Menschheitsverbrechen gehören ein illegales jahrelanges Bombardement in Laos, ein jahrelanges illegales Bombardement in Kambodscha, ein Pinochet-Regime in Chile, Installation und jahrelange Unterstützung, sowie ein aktiv geduldeter Genozid in Pakistan zu Ungunsten der Bengalen. Macht summa summarum ca. 3 bis 4 Millionen Menschenleben, konservativ geschätzt. Immerhin, sein eigenes ist jetzt noch dazugekommen. Kissinger starb im Alter von 100 Jahren, als er beim morgendlichen Verlassen seines Wasserbetts, auf dem davorliegenden Bombenteppich, bonbonfarbenen Teppich ausglitt und beim Aufprall detonierte. Er war sofort tot und bleibt es auch für alle Zeiten. Hoffentlich. Wie sagt man noch gleich im Internet? Ruhe in Frieden und Grüße an die Familie. Zu etwas mehr Differenzierung zeigte sich Oskar Lafontaine bei seiner Rede für 20 Jahre Nachdenkseiten. Bereit. Selbst Kissinger, der jetzt vor kurzem gestorben ist, hat in seinem berühmten Werk Diplomacy eine entsprechende Passage gehabt, die auch auf dasselbe hinausläuft wie die Aussage von George Friedman. Nämlich darauf, dass die USA alles tun müssen, um den europäischen Kontinent zu beherrschen, den eurasischen Kontinent zu beherrschen, also die stärksten Einfluss dazu haben, und dass sie verhindern müssen, dass irgendeine Macht entsteht, er dachte sicherlich auch an Russland und Deutschland, die eben ein ähnliches Gewicht haben würde auf dem eurasischen Kontinent wie die USA. Das sei einfach die begründete Politik der USA, der Außenpolitik, das sei eben selbstverständlich. Und dahinter steckt ein größenwahniger, wahnsinniger Anspruch. 4% der Weltbevölkerung sind die Bevölkerung der USA. Also ein Staat, der 4% der Weltbevölkerung repräsentiert, das heißt eine Regierung beansprucht, Weltmacht zu sein, die ganze Welt zu dirigieren, das ist Größenwahn. Das muss man in dieser Deutlichkeit ansprechen. Auch dann, wenn das ununterbrochen in ständiger, täglicher Propaganda den Leuten serviert wird, dass das notwendig sei, um den Frieden auf der Welt zu bewahren. Ist auch etwas Erstaunliches, dass das Land, das die meisten völkerrechtswidrigen Kriege geführt hat, das in der ganzen Welt Militärstationen hat, das den höchsten Kriegshaushalt der Welt hat mit riesigem Abstand, dass dieses Land eben bei weiten Teilen der Bevölkerung immer noch als Friedensmacht gilt. Da sehen Sie die ungeheure Wirkung der Propaganda. Und da sehen Sie, ein welch genialer Schriftsteller George Orwell war, der schon eben vor vielen, vielen Jahren geschrieben hat, wenn die Lüge oft genug wiederholt wird. Kommen wir nun aber zum Streit bei Tacheles. Robert Stein gegen Thomas Röper. Faszinierend finde ich das Moralische bei Stein. Wenn andere moralisieren, zum Beispiel Annalena Baerbock, ist er durchaus zu brillanten Einschätzungen fähig. Hier im Streit mit Röper passt er sich fast tragikomisch deren moralischer Vereinfachung an. Man könnte meinen, er kommt aus dem Völkerrecht. Bitteschön. Es gibt eben, und das ist das, da werden wir beide immer, und ich mit den meisten Deutschen auch immer, aneinander geraten, weil ich habe in Russland Jahre, vielleicht sogar 15, 20 Jahre gebraucht, um dieses in was mir in der Kindheit in Deutschland, so wie euch allen eingepflanzt wurde, gut oder böse, es gibt nichts anderes, da diese russische Sicht anzunehmen, es gibt Grautöne.
Ja, das verstehe ich, deinen Gedanken. Aber wenn jemand Millionen Tote verursacht hat, ja, genau, nicht, jetzt fängst du wieder an. Kann er ja, nichts Gutes machen gesagt, im Leben, um das auszugleichen. Da gibt's nichts, weißt du so. Da gibt's nichts. Da bist du wieder, gut oder böse. Ich muss es jetzt ausgleichen. Ich habe das und ich habe das, also ist er böse. Und Millionen Tote sagen, zählen mehr wie realpolitisch irgendwas etwas. Das kann man menschlich nicht. Das ist der Punkt. Ihr könnt es nicht. Nein, nicht ich kann das nicht, sondern das ist Menschlichkeit. Weißt Nein, du, das heißt Menschheit. Das ist bei euch anerzogen. Wer Millionen Menschen Robert, das verursacht. Ist als, Nein. Westliche, man kann das nicht vergleichen. Westliche neokoloniale Arroganz. Nein. Wir sagen, wir sind so erzogen, dass wir gut oder böse entscheiden können. Und darum sagen wir, es ist menschlich, dass man so denken muss wie wir. Wie die Russen und Chinesen denken, das ist falsch. Beispiel. Das ist das, was man euch Jemand bringt hier 15 Kinder um und baut danach einen Kindergarten. Das noch, ist mir doch scheißegal. Verstehst du, was ich meine? Du kannst es nochmal wiederholen. Ja? Nein, verstehe ich nicht. Du kannst es nochmal wiederholen. Ich verstehe es, weil ich ja so auch mal aufgewachsen bin. Du kannst es nochmal wiederholen. Es hat auch überhaupt nichts mit der Erziehung zu tun. Nein. Warum denken die Russen und Chinesen anders? Weil sie anders erzogen werden. Ich verstehe, warum die Russen so reden. Ich verstehe, warum die Chinesen ihn so behandeln. Das kann ich alles nachvollziehen. Aus der politischen Ebene, aus realpolitischen Abwägungen her, kann ich das alles nachvollziehen. Habe ich aber überhaupt gar keine Kritik. Es geht um das Denken der Menschen. Da habe ich auch gar keine Kritik dran. Aber ein Mensch, der so viel Unrecht auf der Welt hinterlassen hat, den kann ich nicht als, ja, der hat aber auch was Gutes gemacht. Das hat recht, die ganze Zeit. Du kannst es nicht. Und es geht nicht um Politik. Es geht darum, dass die Menschen in Russland und China es so sehen. Die sind anders erzogen. Die sind erzogen zu differenzieren. Ihr seid erzogen, Waagschale, böse. Böse überwiegt, böse. Ende. Ich kann das dann nicht anders sehen. So, das ist das, was sie euch und mir auch ich habe gesagt, gerade eben, ich brauchte bestimmt 10, 15 Jahre, um zu lernen, dass man anders auch denken kann. Und ich finde die russische Denke besser. Sie ist differenziert. Ihr seid in dem amerikanischen Schema erzogen worden, gut und böse. Guter Cowboy, böse Indianer. Nö, so, ich bin als Mensch erzogen worden. Es geht hier rein um die menschliche Seite. Es hat mit Politik überhaupt nichts zu tun. Es geht hier nur um die Menschen. Es interessiert mich nicht, was für eine Nation, was eine Prägung oder Religion oder sowas ist. Ja, weil du es nicht verstehst. Ich rede unabhängig von Nationen, sondern ich spreche hier von Ethik des Menschen. Du redest immer abhängig von deiner Prägung. Ja. Du kannst nicht unabhängig davon. Du darfst nicht töten. Punkt. Das ist die Prägung, die ich habe. Du sollst nicht töten, einfach, ja. Und wenn jemand aus realpolitischen Erwägungen denkt, wenn ich in Kambodscha einen Krieg vom Zaun breche und habe da 3 Millionen Tote am Hacken, aber ich kann dann den Krieg da drüben wieder besser machen, dann hat das nichts mit Realpolitik zu tun, sondern ist einfach nur böse. Und dann bösen Menschen posthum gut reden. Ja, das ist ja das, was ich sage. Wir werden da nicht, aber du begreifst es nicht, weil du es nicht begreifen kannst. Du sitzt nur in Deutschland, du bist in Deutschland erzogen, du bist nur da gesessen, du hast nirgendwo anders gelebt, du kannst nicht verstehen. Du sagst, das ist so, weil das ist dann böse. Ich entscheide mich zwischen gut und böse, was ich gerade gesagt habe. Guter Cowboy, böser Indianer. Wir haben nur gut und böse. Das ist das, wie ihr in Deutschland. Ich glaube, du siehst jetzt einfach den Balken vor deinem Auge nicht. Ich verstehe, dass die Russen so argumentieren. Aber ich gucke hier oben, ich gucke hier von der Adlerperspektive auf die Menschheit runter und nicht auf Ost und West. Deine Arroganz. Du weißt doch nicht, wie es in meinem Kopf ausschaut. Du kannst doch nicht bestimmen, wie ich meine Werte, meine Ethik definiert habe. Das kannst auch du nicht bestimmen, wie ich das sehe. Und du kannst auch nicht sagen, dass deine Sicht recht ist. Das kannst du auch nicht sagen. Himmel nochmal. Du verstehst es. Ja, du kannst. Ich habe genauso gedacht wie du. Ich bin genauso erzogen wie du. Genauso in dem deutschen, amerikanisch geprägten System erzogen. Und ich weiß, wie du denkst. Ich verstehe es hervorragend. Ich habe auch mal so gedacht. Aber dadurch, dass ich mal woanders gelebt habe und eine andere Denke kennengelernt habe, was du gar nicht hast, du sitzt in München und Leipzig, fertig. Mehr hast du nicht gesehen. So. Also ich war noch nie auf der Welt unterwegs. Ich war 10 Jahre im Ausland. Ja, ich habe die Welt noch nie kennengelernt woanders, gell? Nee, hast du nicht. Weil ja ich kein weniger Weltbürger bin wie du, deswegen kann ich das auch gar nicht sehen, was Menschheit heißt oder was. Ja. Du frag jeden Menschen, der 10 Jahre im Ausland war. Das macht, du kriegst ein anderes Weltbild, als wenn du nur in deiner eigenen Bude sitzt, die München heißt oder Deutschland. Ich mache jetzt mal so eine imaginäre Abstimmung, so wer hat jetzt recht, so in. Da wird vielleicht sogar die Mehrheit auf deiner Seite sein, das ist mir völlig egal. Die Mehrheit sind ja die Deutschen, die so geprägt sind. Und ich war auch so, nochmal, ich verstehe, wie du denkst, ich war auch so, ich habe genauso gedacht, aber ich habe dadurch, dass ich woanders lebe, gesehen, dass man auch sehr viel anders denken kann. Und ich finde eine differenzierte Denke viel besser als dieses
Gut und böse. Was ich die ganze Zeit sage, du kennst gut und böse. Und das hast du mir gerade bestätigt. Ich kann das alles nicht sehen, weil das ist böse. So, danke, du hast mir bestätigt, die schöne amerikanische Prägung in Deutschland, wir kennen nur gut und böse. Wir kennen dazwischen nichts, wir kennen keine Grautöne. Bei allem das Intellekt hast du manchmal echt einen Balken vorm Hirn. Muss ich dir echt sagen, hey, ganz ehrlich, ich spreche als Mensch, weißt du, und das hast du überhaupt nicht erkannt. Ja. Das hast du überhaupt nicht erkannt, von welcher Ebene ich gerade raufschaue, ja. So sehr ich dich bewundere, da tust du mir echt leid in dem Moment, dass du das nicht erkennen kannst, was mein Impuls von diesem Gedanken ist. Ja. Da sind wir doch absolut auf einer Linie. Du tust mir auch leid, dass du so in der Scheuklappenwelt Deutschland bist. Ja, und wir in der DDR wurden ja nach ähnlichen pädagogischen Prinzipien wie in der Sowjetunion oftmals unter gleichen Vordenkern erzogen. Und diese eindimensionalen Scheuklappen, dieses Gut und Böse gab es in dieser Erziehung eben nicht. Dass gesellschaftliche Konflikte nicht in der aktuellen Kamera oder gar im Zentralorgan der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands besprochen wurden, kann man kritisieren, war aber transparent. In allen anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens fand aber sehr wohl eine Diskussionskultur statt. Ein Grund dafür dürfte gewesen sein, es waren überall genug Leute da. Gab es einen Konflikt zu lösen? Standen bereit die Partei, die FDJ, der Frauenbund, eine innerbetriebliche Konfliktkommission, im Ernstfall eine außerbetriebliche Konfliktkommission. Gegenüber dem Hauen und Stechen mag das nicht effektiv gewesen sein. Menschlich war es. Offensichtlich hat sich in Russland davon das eine oder andere erhalten. Dadurch, dass sich Röper immer wieder auf Russland bezieht, kommt er eben nicht auf die Idee, in einem Teil Deutschlands könnten Menschen ähnlich erzogen worden sein, ähnlich denken. Im Prinzip, der große Ost-West-Konflikt zeigt sich an diesem Streit. Auch ich halte ihn mittlerweile nicht mehr für lösbar. Wie Lavrov, Sergej Lavrov, russischer Außenminister, kürzlich kopfschüttelnd anmerkte, dann wird's halt auf dem Schlachtfeld entschieden. Hoffen wir das bei Röper und Stein nicht, bleiben wir optimistisch und freuen wir uns auch über jeden, der sich in den Argumentationsketten bewegen kann. Zum Ende des Dossiers habe ich aber noch etwas. Die gelungene politische Pointe von Matthias Richling. Leider trischt er auf eine Frau ein. Alter weiser Mann halt. Aber die Frau ist Annalena Baerbock. Naja, warum nicht? Wir haben es in diesem Frühjahr erlebt, dass Waldbrände in Kanada und Spanien die Abendsonne rot gefärbt haben. Abendsonne ist auch rot, wenn es nicht brennt. Aber wenn es brennt, ist sie eben auch rot. Und das sollte alle belasten, alle Steuerzahler und Steuerinnenzahler. Herzlichen Dank. Mit den Steuerinnen fühle ich mich fast kopiert, aber hier in diesem Fall auch ganz gut unterhalten. Unser Dossier. Donnerstag, der 4. Januar 2023, die kleine Audiodatei. Give us a credit. Das nicht, aber es gab Hörerkommentare. Über die Rede von Oskar Lafontaine bei den Nachdenkseiten dachten nach Donia Roberto und Triple Delta. Roberto. Lafontaine hat vergessen zu erwähnen, dass man zum Verstehen auch noch Verstand braucht. Dann würden solche kruden Wörter wie Putin-Versteher nicht publiziert, geschweige denn ausgesprochen werden. Bücherverbrennung haben wir. Doch schon, meiner Meinung nach. Was ist denn Canceln oder Zensur in der Gesellschaft sonst? Wagenknecht ist meiner Meinung, Ansicht nach, nicht in den neuen Medien, weil er da eventuell noch kritischere Fragen gestellt werden würden, zum Beispiel in Bezug auf weitere Spaltungen und andere Motivationen. Eine neue Alternative. Andere Parteien zu gründen, die sie arg in Bedrängnis bringen würde, davon bin ich überzeugt. Als gelernter DDR-Bürger wusste ich sofort, dass die Plandemie ein Fake ist, denn diese Gleichschaltung und unkritisches Verhalten der Medien und Politik kannte ich schon. Donja, schöne Rede von Lafontaine wie immer, aber während Lafontaine und Wagenknecht bereit, finanzielle Verluste in Kauf zu nehmen, um die Bevölkerung tatsächlich in den Widerstand zu führen. Außerdem, Vermachtung der Gesellschaft ist ein unpassender Ausdruck für die nicht undemokratische Machtergreifung westlicher Oligarchen. Die Oligarchen sind nicht die Gesellschaft, sie sind allenfalls ein winziger Teil dieser. Und Triple Delta. Ich bin diese bürgerlichen Intellektuellen wirklich leid. Deren Lieblingsdisziplin ist Beweihräucherung sich selbst und andere. Dass dabei die Sicht extrem leidet, scheint ein wichtiger Aspekt dabei zu sein. Herr Lafontaine hat also von der Ausrufung der Corona-Pandemie am 11. März 2020 bis zu seiner eigenen Gentherapie gebraucht, den Blödsinn zu durchschauen. Eine extreme Intelligenzleistung, aber der Stolz, endlich mal was Besonderes, nämlich Risikogruppe zu sein, war einfach zu groß.
Was Lafontaine betreibt, ist Kolonialismus light, denn er ist auf dem östlichen Auge blind. Nach der Annexion der DDR wurden in Leipzig 50.000 Tonnen druckfrischer Bücher auf dem Müll entsorgt, so viel zur Tradition der Bücherverbrennung. Übrigens, die DDR als Unrechtsstaat hinzustellen, war die Voraussetzung, um das BGB den neuen Bundesländern überstülpen und die DDR-Bürger gnadenlos enteignen zu können. Denn wenn man die DDR nicht zum rechtsfreien Raum erklärt hätte, hätte es ein argumentatives Problem gegeben. Wenn man die von Lafontaine zitierte Demokratiedefinition nimmt, dann war die DDR eine Demokratie. Klare Worte aus der Community. Dazu passend SPD-Umfragen. Die Berliner Zeitung publiziert: Sachsen, hier hat die AfD 37%, vor der CDU 33%. Die SPD läge bei 3% und würde aus dem Landtag fliegen. Über dpa meldet sich Bodo Ramelow, Thüringens Vorsteher, zu Wort. Thüringen braucht Dialog statt Feindbilder. Er erklärt die Wahlen im 2024 zu einem Wettstreit der Parteien. Ramelow möchte nicht, dass Thüringen frei wird von Mitmenschlichkeit, von Solidarität und guter Nachbarschaft. Ich würde denken, er stellt die Systemfrage, macht er aber garantiert nicht. Er redet. Passend dazu, Lernen mit Schlager Hans Harz. Was machen die Politiker? Die Politiker, sie reden, wenn sie nicht schießen. Nach dem Tod des Hamas-Funktionärs Al-Aruri im Libanon hat die Hisbollah Ziele in Israel angegriffen. Der Chef wird zitiert: Wir haben keine Angst vor dem Krieg. Quelle Tagesschau. 9 tote Kämpfer meldet die Hisbollah im Libanon durch israelische Angriffe. Im Roten Meer fordert die UNO ein Ende der Houthi-Angriffe auf Schiffe. Israels Armee tötete eine Geisel während eines Befreiungsversuchs. Es berichtet der ORF. 4 Tote gab es nach einer Explosion im Iran. Tatort Gedenkfeier zum Jahrestag der Tötung des iranischen Generals Soleimani. 95 Menschen kamen ums Leben, 210 wurden verletzt. Der Iran spricht von Terror. Putins pro-russischer, brutaler, aggressiver, imperialer, heimtückischer, selbsternannter, grausamer Angriffskrieg. Russland setzt seine Serie nächtlicher Luftangriffe fort. Ein Oberst AD der britischen Armee zieht NATO-Truppen in die Ukraine zum Kampf gegen Russland im Jahr 2024 als möglich an. Das Weiße Haus sieht keine Bereitschaft Russland zu Friedensverhandlungen. John Kirby ist zu zitieren. Der NATO-Ukraine-Rat befasst sich mit den russischen Raketenangriffen. Mariinka bei Donetsk ist wieder unter russischer Kontrolle. Seit 2014 war diese Stadt Brennpunkt. Gefangenenaustausch Kiew-Moskau. 230 Ukrainer kehren heim. Weitere ukrainische Angriffe gab es auf das russische Gebiet Belgorod. Sachschäden werden gemeldet. Auch kehren 248 russische Kriegsgefangene nach Russland zurück. Deutschland will weiterhin keine Marschflugkörper an die Ukraine liefern. Es erklärte sich der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit. Gefordert hatte das Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Frau Sacharowa. Polens Außenminister drängt auf die Lieferung weitreichender Raketen. Kennen Sie schon den Kartäuser Kniegebeinchen? Yehuda vermeldet das 5. Jahr seiner Sonntagsworte, Gebrauchslyrik und Orientierungsprosa. Seine Vorschau 2024, Zukunft lesen aus der Hand, Prophezeiung selbsterfüllend, neues Jahr, ein blaues Band, nicht schon vorzeitig zerknüllend, Blick nicht pessimistisch trüben, Zukunft fordert Widerstand, Optimismus lässt sich üben, Füße weg vom Brunnenrand. Ja, das war doch der Kartäuser Kriegebeinschenk! Haltmeister Lutz Yehuda in den mittleren 90ern, ein wacher Geist. CRI Online meldet über 110.000 visumfreie Einreisen nach China aus 6 Ländern. Die Fraktionsspitze der Republikaner stützt Donald Trump. Berlins Bürgermeisterin Giffey kandidiert nicht wieder als Berliner SPD-Chefin. Die Wirtschaftswoche berichtet, Umweltschutz, 4 Millionen Kaminöfen droht das aus. Haben Sie einen Kamin? Dieser wird im Bericht als Dreckschleuder bezeichnet. Es fehlt noch die Einteilung Kamin und Rechtsradikal, aber da bin ich optimistisch. Die Deutsche Bahn zweifelt wegen einer Leiharbeitergenossenschaft der GDL die Tarifffähigkeit der Lokführergewerkschaft an, es berichtet die Tageszeitung Junge Welt. Eine Studie des Center for Economics and Business Research zufolge hat sich das Wachstum der größten EU-Volkswirtschaft, das ist Deutschland, als Folge der Energiekrise weiter verlangsamt.
Deutschland droht im internationalen Ranking abzurutschen. Jetzt sind wir Platz 5. Die Treibhausgasemissionen in Deutschland sind unerwartet deutlich zurückgegangen. Das zeigt eine vorläufige Auswertung der Denkfabrik Agora Energiewende. Für die Sprecherin der letzten Generation, Carla Hinrichs, gab es nach Klimaprotesten eine Bewährungsstrafe. Und erstmals gefährdet die Forelle. Das geht aus einer neuen roten Liste für Süßwasserfische und neun Augen in Deutschland hervor. Dennoch wünsche ich guten Appetit. Wetter. Regen in Schnee übergehend, es wird winterlich. Macher. Alternative Music.